Okay. Schauen wir mal, dass wir nach Schweinefurt durchkommen. Zack. So, einmal hier auf über die Brücke. So. Sind wir wieder in Schweinefurt. Und gucken mal. Also, was war bei dir eigentlich? Kurze mechanische Kreatur, eine kleine mechanische Kreatur und sowie ein braunes Zahnrad geformt ist. Habe ich, glaube ich, gar nicht, ne? Da habe ich sowas, sowas habe ich gar nicht. So, warte mal. Können ihn jetzt. Nee, stimmt, die brauchen wir noch für eine andere Quest. Stimmt, die brauchen wir ja noch für die andere Quest. Da ist Horatio wieder. Zack, 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 da, 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 da. Ups, falscher Dings. Empfangen. Wusch. Ching. So. Zack. Hallöchen. Schön, dich wiederzusehen. Diese Beschwerde hat was Besonderes, nicht wahr? Hast du die vielen Maschinen gesehen? Wenn du gerne an Zahnräder und Dichtungsringen herumfliegst, bist du hier am richtigen Ort. Allerdings, oh, dir gefallen Maschinen also? Ich habe wirklich selbst einen Vertrauten aus der Gattung Automata. Und wo wir gerade von Vertrauten sprechen, hast du scheinbar eine ganze Menge an Monstern. Ja schon, aber Esther hat die Meisterarbeit geleistet. Sie kann wirklich gut mit Monstern umgehen. Nun, vielleicht kann ich dir dann mit der nächsten Frage helfen. Ich glaube, sie wird dir gefallen. Irgendwo in deinem magischen Begleiter gibt es ein Bild von einem Magier, von den Magierkriegen, die dieses Land einst erschütterten. Wenn du es genau, dir genau ansiehst, kannst du ein paar tolle Exemplare von Kreaturen der Automata-Gattung darin erkennen. Meine Frage lautet, wie folgt, wie viele Kreaturen der Automata-Gattung sind auf dem Bild zu sehen? Da du dich mit Vertrauten auskennst, wirst du es bestimmt gleich raus haben. Sag mir Bescheid, wenn du die Antwort hast. Okay. Also Automata sind ja diese Maschinendinger. So, dann gucken wir mal. Alles so. Entschuldigung. So, was ist ein Zauberer, der große Weise? Übersicht über Runen, Alchemie, Ausrüstung, Proviant. Und. Vertrauten, Bezirzen.
Bitte. Grobe Verzauberer Krieger. Bild der Zaubererkrieger. Ich werde bestimmt nicht bei den Zaubersprüchen sein. So, Abenteuerexperts, Magie, Alchemie. Zack, 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 zack. Wir könnten eigentlich mal schauen wegen Rüstung herstellen und so, ne? Ah, guck mal. Interessant. Alle Schiffe, Dings, Vertrauten. Da wären. Nee, das glaube ich nicht, dass das dazu zählt. Da wären die Automata. Ne? Oh, der Harley Kali soll auch ein Automata gewesen sein. Okay. Interessant. Aha. Das wird das Bild sein, was sie meinen. Die Magierkriege, genau. Himmelbild auch noch. Ey. Eins. Oh, wie mies. Das ist gemein. Zwei, drei. Ja. Ja. Das ist gemein, ich habe nicht alle noch nicht mal alle davon gesehen. Wenn ich richtig sehe, 5, ne? 6. Also, wenn man so mal durchguckt. Wir haben einmal den Roboter, der das da diesen komischen Elefanten hochhebt. Da unten daneben ist noch dieses Zahnrad. Das wird auch Automata sein. Dann ganz unten über der Blume ist noch dieses Schweinemaschine da. So, dann über diesem komischen Ork ist diese Steintafel-Monster, was Automata ist. Ne, also 1, 2, 3, 4. So, dann gehen wir mal weiter durchgucken. Ich weiß nicht, ich glaube, das da oben ist keins. Der Hase ist, glaube ich, auch keine. Der da unten, dieser komische Bärtige, könnte einer sein. Sag mal, 4 bis 5. Ne? So. Ansonsten fällt mir nur noch so rechts dieses Zahnrad auf. Ne, das bei der Sonne da. Also ich gehe mal von 5 oder 6 aus. Mal gucken.
5. Richtig. Hey. Okay. Also 5 war die richtige Antwort. Schon mal gut zu wissen. Schatz. Okay. Ah, toll. Okay. Schatzsucher enthüllt die Standorte nahegelegener Schatztruhen. Aha, da unten. Guck mal, jetzt sind die da unten tatsächlich sogar aufgeführt. Das finde ich cool. Das heißt, wir können im Grunde direkt sehen, auch farblich sehen, welche wir da kriegen können. Das ist cool. Ja, also wenn man sich mal guckt. Hier im in der Eulendings soll eine Truhe sein. Das ist natürlich die Frage, ob ich die nicht schon habe. Hier beim Waffenladen, meine ich. Nee, habe ich noch nicht. Guck mal. Zack, meins. Ein starker Kaffee. Kann ich eigentlich irgendwelche besseren Bewaffnungen? Soldatenschwert. Der Hexendorn. Der gefällt mir. Könnte ich mir sogar leisten, rein theoretisch. Oh, komm. Den will ich haben. Jo. Direkt für Exo. Problem ist halt, ich habe nicht wirklich Kohle. Deswegen muss ich immer gucken. Ne? Oh, jetzt werden sogar noch auch die Dings angezeigt, sehe ich gerade. Die Vasen, die hier in der Nähe sind. Schatzsucher hat nachgelassen. Ja, aber ich weiß ja, welches Dings wir da haben. Boah, ne? Zack. Dann haben wir hier gleich auch die Quest fertig. 1000 Gulden und ein Steinchen. So. Und ich weiß, hier hinten hat er mir noch nach. Genau, so. Er hat mir da doch auch eine grüne angezeigt. Bin doch nicht blöd. Der hat mir da doch auch eine grüne gerade angezeigt. Also die kann ich eh nicht öffnen. Oder? Warte mal. Nee, stimmt, die lilanen kann ich nicht öffnen. Die blauen konnte ich ja öffnen. Schatzsucher. Ja, hier. Direkt hier. Der muss da oben drauf irgendwo sein oder so, ne? Scheiße, wie mache ich nochmal? Oh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Liebeslernen. Der andere Blickwinkel. Das Räuberpistole. Räuber. Wirst du schwer stoßen, wenn du in den Lande ziehst. Hier. Kann A drücken.
Okay. Muss ich da irgendwie... Muss ich gegebenenfalls von oben machen. Befürchte ich. Ich befürchte, das muss ich dann von oben machen, dass ich von der oberen Dings das nehme. Cool. Jo. Versuche ist ausgelaufen. Na, warte mal, hier hinten ist noch ein Dings. Mal gucken, ob ich da das Herz empfangen kann. Enthusiasmus. Herz empfangen. So. Dann haben wir sowas. Nö, erstmal wieder ein, zwei Herzchen mehr. So. So. Wie gesagt, ich gehe mal stark davon aus, dass ich von hier aus sehen. Aha. Nee. Das kriege ich nicht hin. Nicht so wie... Dings ist. Ist das nervig? Ja, ist es. Vor allem diese Steuerung ist auch noch invertiert. Ja. Aber ich hab's ja gesehen. Das heißt, ne? Wir brauchen nur den richtigen Winkel. So. Nebenbei schnell mal kurz hier rein. Monsterjagden erjagt. So, den Blitzspeer haben wir dann nebenbei. Belohnung. Anstecktafel. Ein Mann in Schweinefurt, der medizinische Dings. Okay. Wird ja eventuell ganz hinten der sein. Beim Schwarzmarkt da. Ach nee, da komme ich ja auch erst rein, wenn ich Dings habe. Wenn ich mal beim Palast war. Schwierig, schwierig alles. Ne? Also ich gehe mal jetzt ganz weit nach hier hinten. So dass auf das mich hier so da oben. Also,
mache ich das denn mit ihm jetzt? Also, schöne, gut. Nee, das ist, wenn die Fiole leuchtet. So. Was da? Ja, gib mir Befehl. Kann Sven A drücken, um Schutz abzufeuern. Gehe einmal davon aus, dass er nicht nur Vergnügen bereitet, sondern auch Profit abwirft. Ja, toll, aber... Gibt es denn die Möglichkeit, dass ich dementsprechend die Fähigkeit überhaupt nutzen kann? Oh Gott, Leute. Fähigkeiten. Nee. Tagebuch ist das auch nicht. Kessel ist es auch nicht. Keine Ahnung. Bin ich ganz ehrlich, keine Ahnung. So muss ich bei Gelegenheit mal noch mal reingucken, wie das war. So, Ausrüstung. Gehen wir mal erstmal auf Schwerter. Eine Quelle, eine Schatztruhe von Schweinfurt. Wird bestimmt die Schatztruhe da oben sein. Belastend. Das wird der Sägezahn sein. Das ist doch... Gibt's doch nicht. Schwierig. Vertrauten rufen, entgiften, schweben. Magisches Licht, Naturnähe, geheime Zutat. Drahtzieher. Problem ist, ich kann hier nicht mal A drücken. Wenn man mal genau guckt. Ich kann hier nirgendwo A drücken. Ich weiß halt leider nicht, wie ich das machen soll. Mit dem A drücken. So eine doofe Mechanik, muss ich ehrlich zugeben. Das ist wirklich eine doofe Mechanik. Dass Sven hier einem nicht richtig hier dingsen kann. So, warte. Wenn ich so hingehe, sagen sie ja, wie soll ich? Ja. So, Reisende, zack, das kennen wir ja alles schon. Zack. So. Wie gesagt, das kennen wir ja alles schon. Wir wissen auch, dass uns da ein starker Gegner erwartet. Deswegen müssen wir schauen, dass wir natürlich gut vorbereitet sind.
Deswegen würde ich auch gerne bisschen vorher Geld farmen, dass wir wenigstens ein bisschen Kohle haben, um uns alles ein bisschen auszurüsten. So, im Allgemeinen. Und natürlich leveln. Das macht ja klar. Sollte, glaube ich, Sinn. Mal hier kann ich auch nirgendwo A drücken. Ja, das Oh, diese invertierte Steuerung, die nervt einen aber extremst, ne?